Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farming Simulator 2015. Wieder damit dabei ist Nishida. Guten Tag. Unser ganzes Feld ist jetzt in der letzten Folge komplett ruiniert. Ich kann jetzt nur das abernten, was wir jetzt noch hier zur Verfügung haben. Auf jeden Fall muss ich da mal in der nächsten oder diesen Episode mal Kräuter und Löcher holen. Dass die Spannweite mal größer wird. Das wäre nicht schlecht, ja. Kann man ja ein bisschen Sachen verkaufen, was man jetzt nicht unbedingt brauchen. Ah, da fällt mir gerade so ein Mitarbeiter ein. So ein gewisser Hilfsarbeiter? Ja, ich bestimmt nicht. Wenn du ja fertig bist, kannst du auf der anderen Seite helfen, da schon mal das Feld wieder zu beackern. Jetzt los. War das halt gut? Oder was? Ja, denn so eins wird schwer so verfaulen. Ja, warum ist dann das eine Feld im Arsch und das ist hier gut? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ist übrigens wieder voll leise. Ja. Macht der Klaus durch. Schön macht das mit Kessel. Anhänger ist. Das kann ich alles nicht abernten. Das ist aber. Ist aber hallo, wie wird denn das hier gleichmäßig gut? Das möchte ich jetzt gar mal wissen. Guck mal, das ist ja alles nicht gut. Eigensinnig halt, keine Ahnung. Von sehr viel Liebe und Zuwendung. Ah ja, da verreckt's halbe Feld da unten mit. Hier. Und da geht's ja weiter. Ist alles im Arsch hier. Mal gucken, was so ein Kräuserer Drescher kostet. 32.000. Okay, ich könnte den anderen verkaufen, dann können wir den holen. Ich wollte gerade sagen. Weil da haben wir 5,5 Meter. Das ist der, wo ich hab. Vom Koma. Ich glaube, das ist der, oder? Gibt's den überhaupt hier drin? Den Koma. Irgendwie nehme ich nicht. Warte mal, Garage. Können wir ja mal gucken. Ah, das ist der billigste, okay. Können wir mal verkaufen. Den verkaufe ich jetzt, Achtung. Verkaufen. So, dann kann ich nämlich uns jetzt den Kräusern holen. Kaufen. Ui. Was denn? Ah, bin kurz mal stehen geblieben. Was machst du gerade? Den anderen Trecker holen. Der da noch mitten in der Pampa stand. Ja, guck mal, das ist jetzt auch wieder so kacke. Jetzt musst du mit dem... Ah, wir hätten Heu machen können. Ah, naja. Ah, jetzt erstmal nicht, jetzt verkaufen wir erstmal.
Tschüss. Da willst du noch ein paar Missionen machen. Ne, jetzt kümmern wir uns erstmal ums Feld, ja. Anscheinend. Kannst du auch Helfer einstellen oder kann ich das nur? Nö, ich kann glaube ich auch Helfer einstellen. Ja, dann könntest du mal die Seemaschine nehmen. Da, wo der schon umgeflügt hat, draufstellen, ja, dann mal ja die Saat machen und dann halt mal einen Helfer einstellen. Dass wir das Armor fertig kriegen. Weil da kannst du nicht währenddessen auf der anderen Seite schon anfangen umzuflügen. Oder stellst du halt da noch einen Helfer ein, ist mir egal. Ich muss mal hier akkurat drin. Gucken wir uns mal hier die neue Mähdrescher-Schaufel an. Ah, die ist schon mal größer. Viel größer. Boah. Was soll ich jetzt zuerst anpflanzen, Mais? Ja. Machen wir der Hälfte der Hälfte. Aber diesmal keine Rüben. Das machen, das machen wir jetzt erstmal nicht. Bin ja schon am überlegen, ob wir das jetzt komplett umflügen nochmal. Weil wir können sie eh erstmal die Rübenerntemaschine nicht leisten. Boah, ich muss mal tanken. Das Ding ist hier bald leer. Dass ich das auch schon mal gemacht habe. Ich würde es besser finden, wenn man das selber nachtanken könnte. Stell doch einen Helfer ein, der macht es dann selber. Guck mal, jetzt machst du hier wieder voll zickzack drin. Da wechselst du wieder alles unterschiedlich. Und du lieber da oben umgraben. Guck mal hier die große Schaufel an. Hallo? Jetzt haut's einfach ab. Ich wollte mal die große Schaufel zeigen. Juhu! Naja, guck dir mal die Schaufel an, da ist immer viel mehr. Ja. Deine Latzhose, du. So, fahre ich nämlich weiter. Das kann man wahrscheinlich immer noch nicht abernten. Und voll bist du nicht? Nee. Das ist wahrscheinlich noch nicht reif. Das war vorhin so dunkel. Jetzt ist es hell. Ich denke mal, das ist noch nicht gut. So. Da kannst du da oben das Feld, wie schon gesagt, da oben. Ah nee, wir haben ja gar kein Ding. Ich wollte gerade sagen, wie sollen das sehen? Aber ich kann dir... Ich kann dir aber Missionen geben, wenn du willst. Sollen da oben noch stehen? Ah, da ist die Rübenzange. Was steht denn da oben noch? Achso, da steht bestimmt noch ein Gewicht. Wir sind mal mit, Frau Vigo, da. Hier. Hast du die Eier aufgesammelt? Ja. Mhm. Ja, machst du auch nicht gerade hier? Ja, aber der macht es halt so lange, bis es halt komplett voll ist. Könnte man eigentlich theoretisch, wenn die eigentlich mal was anderes machen. Ah, da kann ich das Rasenmähen machen und du kannst ja hier die Paletten holen. Okay. Ja. Ja. Was ist das hier für ein Traktor? Wahrscheinlich muss ich jetzt nicht lassen. Aber ja. Ja, noch den E-Traktor. Erstmal lernen. Ja. Ja, das ist alle in Gebrauch.
Ich. Den hättest du jetzt nicht extra hier hochfahren müssen. Weil wir haben eh noch keine Schafe. Da standen schon die ganze Zeit da. Achso. Ah, drei lang, ja, also bitte. Könnt ihr das erstmal da umflügen? Wahrscheinlich müssen wir den eh nochmal umstellen, weil der wird wahrscheinlich jetzt nur die Hälfte da machen. Dann kann ich Rasenwegen gehen. Müssen wir mal sagen, wo du das Ding abgestellt hast. Ah, der Flug ist ja immer noch da. Das ist also, hättest du es doch machen können. Da habe ich in die Garage abgestellt. Also einen Flug haben wir noch. Hättest du eigentlich mitmachen können. Jetzt mache ich die Mission und dann mache ich das. Ah, Wettervorhersage. Heute wolkig, dann sonnig, sonnig. Dann kommt Regen am Montag. Jetzt will ich mal sehen, wie das aussieht, Regen. Ah, das wird wieder mit dem Traktor hier nicht gehen, oder? War das der? Ich hatte einen größeren. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Ja, das ist der kleine. Boah, jetzt ruckelt das wieder rum. Oh. Alter, das Spiel, gell? Das geht mir da so voll auf die Eier. Naja, ich würde es ja verstehen, wenn es hier so ein Spiel wäre wie Crysis oder so. Ja, jetzt ruckelt es die ganze Zeit rum, oder wie? Nee, jetzt, oder? Nö, bei mir Standbild. Nee, hat sie irgendwie, kriegt sie irgendwie nicht mein. Doch jetzt. Meine Fresse. Ach. Nee, jetzt kannst du vergessen, ich kann das mit dem Traktor nicht machen. Das ist so unlogisch. Die Nähmaschine kann das nicht tragen, aber den Flug. Was könnte ich denn dann jetzt noch machen? Getreidemühle. Da unten sind die Kühe. Keine Ahnung. Was haben wir denn da noch so an Crapper? Also ein Riesenkrapper wäre eigentlich nicht schlecht, da kann ich den anderen verkaufen. Dann holen wir so eben noch. Ah, da brauchst du auch so viel PS, Alter. Also das mit dem Flügen, das hat mich irgendwie ein bisschen jetzt enttäuscht. Ich habe gedacht, da kann man zwei Stück benutzen. Weil da kann man das nur drehen. Ja, das kann man irgendwie so schwenken. Du hast es doch vorhin arg geschwenkt, dass es auf die komplette Fläche geht. Schneidewerkswagen. Stone. Ah, da kann ich Schneidewerkzeug drauf machen. Ah, mal nicht einlassen. Gucken dann auf jeden Fall, dass wir uns mal noch einen anderen Traktor holen. Besten den blauen. Ja, der müsste glaube ich recht gut sein. Kipper. Kartoffelernte spritzen.
Spritzen. Also bitte. Ja, ich guck gerade ein bisschen durch hier, okay? Kettensäge, Futtertechnik. Man kann die, warte mal, Anhänger, oder? Brauchen wir da Anhänger? Flüssigkeiten. Ja, es gibt da Düngewerkzeug. Ja. Ja, was brauchen wir jetzt zum Beispiel? Für die Baumstämme, das habe ich auch noch nicht verstanden. Brauchen wir da irgendwas Bestimmtes? Kipper, Schneidewerk, Dollies. Vielleicht so ein Greifer? Ich weiß nicht. Ja, so ein Greifer, den kann ich ja noch kaufen, das ist kein Problem. Kann ich mir nicht eine Kettensäge holen, welchen? Dann kannst du nämlich die Bäume mal rinfahren. Das kostet so eine Zange. Stapelt und verladen werden. Telelader. 3300. Jetzt erlangt auch hier der Poltergabel. Wenn es unten angezeigt wird, dass man das damit machen kann, dann müsste es schon reichen. Da steht halt nichts dabei, das ist ja das Problem. Müssen wir es kaufen und ausprobieren, wenn nicht können wir es wieder zurück verkaufen. Weil beim Radlader steht auch Poltergabel. Poltergabel gibt es da ja auch für den Teleskoplader. Dann hole ich die gerade mal. Was kosten die? 3000. Da hole ich nämlich noch die Kettensäge. Was brauche ich denn da für eine? Ah, nimm mal hier die 1000er, die müssen da nicht lang, oder? Ja. Ja. Ich weiß zwar nicht, was da los ist. Oh, die Mama ist wieder zu Hause. So, wie kann ich jetzt die Kettensäge benutzen? Ah, das Ding, das dreht sich dann alles. Ich hätte rückwärts und Ringe. Wie weit sind denn die da? Weil der inne steht. Ich starte mal gucken. Steigung. Ja, der hat jetzt die Hälfte fertig gemacht. Da. Oh. Hallo. Der müsste jetzt auch gleich fertig sein. Alter, wie schnell geht denn das bei dem? Ja, da kann er eigentlich theoretisch, warte mal. Ich tu den mal kurz entlassen. Dann kann er nämlich da oben schon anfangen. Ja. So, wo hast du ihn geblieben? Ja, da kannst du ja die Sämaschine später dann auch wieder wechseln. So. Ja. Deine Gabel von dem Frontlader, die musst du übrigens ablegen. Mal. Und dann halt deine andere Gabel holen. Beim Werkstoffhandel hier. Ja. Ja, ich hole mir jetzt gerade die Motorsäge. Dann fahren wir mal hoch zum Sägewerk. Habe ich jetzt die Motorsäge Intus oder muss ich die noch ausrüsten?
Ah, hier. Wo ist gerade noch die Seemaschine drin? Ja. Ich fahre dann schon mal vor. So, muss ich erst mal gucken, wo das nochmal war. So, ich bin da, dann kann ich eigentlich theoretisch... wo bin ich denn? Da. Oh, jetzt kommen wieder die Frame Drops. Oh. Ja, ja. Soll mal noch einer sagen, es liegt an der Hardware. Am Arsch hin, Alter. Liegt an der Hardware. Vergiss auf jeden Fall nicht, die Gabel abzuholen. Ich bin da schon unterwegs. Sag's bloß nicht nochmal, nicht, dass du zweimal fährst. Immer ruhig, Puh. Ich finde es ein bisschen schade, dass man es nicht so machen kann, dass man zu den einzelnen Händlern noch springen kann. Ja toll, jetzt stehen die da alle blöd. Was hat denn Tobi da gemacht? Was hältst du wieder? Ja, guck mal auf die Karte da. Die stehen alle blöd. So. Ja, weil das da wahrscheinlich nicht passt. Na, jetzt eh erstmal warten müssen. Der kann ja erstmal das Feld eh erstmal umsehen. Lass den erstmal umgraben. Ein Stückchen. Der so lammarsch ist. Welche Bäume kann ich da jetzt sägen? Hallo, die an den Straßenbahn. Passiert bloß nichts. Wahrscheinlich selber noch so Bäume. Passiert nichts. Jetzt erzähl mir nicht, Alter, ich muss Ding holen. Setzlinge. Dass Bäume mit abernten kann. Ich kriege noch die Krise. Als ob man die Bäume einfach da absägen kann. Ich stehe unter Naturschutz. Ja, vor allem, wo soll ich die da hinpflanzen? Hier hin oder was? Oh, leck's mich da am Arsch. So, warum steht der jetzt hier rum? Achso, okay. Warte mal, bevor du jetzt da weiter hochfährst. Wir holen jetzt erstmal einen Stapel Bäume im Gartencenter. Boah, da müssen wir wieder komplett da zurückfahren.
Ja, okay, das bringt ja nichts, wenn ich mit dem hier fahre, glaube ich. Oder? Nee, das bringt nichts. Soll ich da mit dem Kipper kommen? Ja, ich würde mal mit dem probieren lieber. Kannst du da was rinschmeißen, sag ich. Wird der eh nicht gebrauchen. Fahr ich da nämlich gerade durch. Aber mit dem Kipper an sich, die Seiten kann man glaube ich nicht aufmachen, oder? Nö. Das ist jetzt komisch. Also ich mein's jetzt mal nicht, dass... Ja, ist schon klar, ich probier's hier, aber es geht ja nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, normal müsste es aber gehen, weil es ist ja ein Kipper. Das ist ja an der Seite, sieht man es ja, dass es zum Aufmachen geht. Ich überschlage mich erstmal eine Runde. Die Hauptsache, die Palette wird wieder bis nach Bagdad gebiegen. Ah, wenn das mal dazu in den Kartencenter offen wird. Ja, unlogisch. Also das kommt halt direkt bei uns ins Hauptquartier, dann wäre es natürlich noch besser. So, guten Abend. Ich will eine Palette Bäume kaufen. Na, $40 habe ich. So. Ja, wo pflanzt man die dann hin? Stimmt auf sein Feld. Sicher. Das kann ich mir eigentlich gerade auch nicht vorstellen. Sonst sind Pflanzen. Deswegen bin ich ja mal überlegen. Ob man die jetzt einfach so irgendwo hinpflanzen kann. Guten Abend. Bin ich mal gespannt, ob du die hinten reinladen kannst. Es müsste aber auch mit der Gabel gehen. Das ist ja für alles, glaube ich. Es kann aber sein, dass du vorhin noch die Zange aufmachen musst, oder? Ja, probier's aus. Nee, du musst den Greifer, glaube ich, aufmachen. Ich darf nichts von Greifer auf. Doch, der muss aufgehen. Was hast du denn gefahren? So. Jetzt probier nochmal. Geht auch nicht. Machen wir die Schaufel weiter runter. Die ist viel zu hoch. Ja. Geht auch nicht. Schön voll weit. Ich kotze gleich ab, Alter, gell? Ich raste gleich aus. Ah, jetzt muss... Jetzt was wohl die andere Gabel, Alter, sonst... Ich wollte gerade sagen. Das ist schon der Witz, da steht für alles, ne? Für alles. Die andere Sicht nehmen. Ah, ich muss mal. Ich guck mal, was die andere Hannes machen, du. Ja, toll, jetzt ist das ganze Feld wieder hier vergammelt, Alter. Na, leck mich da am Arsch. Ging aber schnell. Ja, das meine ich. Da muss ich rucki zucki aufpassen.
Ist alles im Arsch, du. Weizen ist nicht so empfindlich, die scheiß Gerste. Was kostet denn so eine andere Zange da für die. Boah, ich hätte so ein. Nee, warte mal, da kann ich. Nee, kann ich nicht alles Bilder abschneiden. Warum gibt es keine Zange für alles? Boah, das ist so eine Burner. Sollen sie ja kein Geld verdienen, oder? Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Die kostet 28.000. Könnte man nicht theoretisch die dann holen. Verkaufe ich die anderen nämlich. Dann haben wir noch. Ja, jetzt sparen wir erstmal. Dann hole ich nämlich die große Maisding-Schaufel. Wieso gibt es eigentlich. Warte mal, kann man da nicht irgendwie so einen Werkzeugwagen kaufen, dass man da die Zange mal aufladen kann? Dolly. Mit dem Ding zwischen Auflieger und Traktor. Hui. Hab die andere Gabel jetzt aufgenommen, fahr jetzt wieder zurück. Ja, ich wechsle dann gerade. Ah Gott. Kipper. Was haben wir denn da? So. Ladewagen. Viel besser. Was gibt's denn da noch? Toll, es gibt keinen Wagen alle, um da das Werkzeug rumzufahren. Ist ja mal gut. Schöne Witz, ich mach hinten das Licht an, das siehst du nicht mehr. Ich kann ja mal. Kann man hier tanken? Kostet da diese Sau viel hier. So. Ja, aber guck mal, wieso macht man das nicht so, dass man das die Werkzeuge umtransportieren kann? Das ist, da fährst du hin, her, hin, her, hin, her. Und vor allem, wieso gibt es keinen Gabelstapler? Normale stinknormale Gabelstapler, das wird doch lang. Fallen nicht so viel von dem Spiel. Höher. Gabel höher. Ja. Theoretisch müsste ich jetzt noch ein bisschen gerade machen. Die Gabel. Ein bisschen weiter nach oben. Ja, nicht die Gabel, ich meine das Schwenken. Ziehst die wieder nach oben. Jetzt hast du nach unten. Ja. Kann ich mich da vorstellen? Halbweise musst du schon längst drauf sein. Ach Gott. Du sitzt so hoch, du musst die Gabel runter machen. Also das Ding. Den Kran.
Ja, das wird noch 80 Folgen in Anspruch nehmen. Ja, ich mach's auch nicht anders, aber wieso? Trotzdem geht's nicht. Ja, mach doch mal den ganzen Grat nach unten. Der ist viel zu weit oben, so dass es flach ist. Und jetzt mach mal die Gabel wieder vorne gerade. Ja, genau. So, und jetzt fahren wir neu. Jetzt ist das Ding nämlich ja gerade. Es war die ganze Zeit irgendwie so voll krumm und schepp. Dann muss jetzt halt nur noch gerade neu fahren. Nein. Du bist schief drin. Immer noch schief. Ja, jetzt. So. Ja, was macht man jetzt mit den Setzlingen? Warte mal, ich gucke jetzt erstmal. Ich glaube, wir brauchen da nämlich noch so ein Ding. So eine Sämaschine bestimmt, oder? Warte mal, hier sehen wir. Sämaschine. Guck mal, was die Achtung. Horst-Sachen machen. Ja, ich sehe jetzt noch nichts. Wie tun wir jetzt die Bäume einpflanzen? Pflanzwagen. Spritzen. Was ist denn das überhaupt? Ah, Streuer. Voller. Ah, hier sind noch die komischen Baumdinger. Ah, hier Setzmaschine. Kostet 26.000. Ist doch ein Schnäppchen. Ah, ich kotze gleich. Ja, okay, dann lassen wir Ja, das wir haben jetzt erstmal. erstmal die Bäume. Wenn wir jetzt erstmal zu uns fahren, ich hoffe, die werden nicht schlecht oder so. Ja, wir gucken mal, was die anderen Und machen. dann. Okay. Kannst ja in den Mähdrescher wechseln, da kannst du alles so stehen lassen. Oder setzt sie halt wieder ab. Müssen jetzt erstmal gucken, dass wir ein bisschen Geld kriege. Scheiß auf die scheiß Pflanzen. Dann nehmen wir dann schon wieder auf. Ja. Aber wir können gleich eine Pause machen. Ding vor die Eier rum. So. Bis da mal zum Kuhstall fahren. Was haben wir denn? Ah, da kannst du klar mal hier das und das machen. Hätte so. Kannst du allen. Ah, die Mistgabel hast du ja noch drauf, gell? Das hier so. Ja. Dann kannst du ja alle Beete machen. Ah. So, was mache ich jetzt? Kannst zurückfahren. Ach so, ja. Okay, lad die hier ab. Ich weiß nicht mal, wie das hier aussieht. Jetzt hier live zu. Gut gemacht. Ich will auch Tschüss, du mit dir. rein. Ich will auch mit rein. Nein! Ich will auch mit Was ist rein. das? Ich will auch mit rein. Ich will auch mit rein. Ich will auch. Ja, ich bin so. Hilfe! Ich bin schneller wie du. Guck mal.
Ja, guck nach hinten. Ja, kann ich ja hinlaufen, weil da bin ich ja schneller wie du. Voll durchgelaufen. Ja, warte, spritze ich noch ab. Psch. Oder mach du das. Aber jedenfalls machst du dann bitte. Jedenfalls machst du dann bitte deine Arbeit, okay? Das rastet hier mal aus. War jetzt mal Feierabend hier. Ich will jetzt schon seit 3 Tagen durch. Will jetzt schon wieder, ne, ich will schon jetzt schon wieder ausrasten. Aber guck mal, könnte ich theoretisch so einen Frontlader kaufen? So ein. Nein. Ja, guck doch mal, so ein Frontlader, nur so ein Stück. Ah ne, geht ja auch nicht, ist ja auch zu teuer. Ja, da kann ich das vorne an den Bagger, also Traktor machen. Dann habe ich sowas wie einen Radlader. Du verstehen? Oh, ist die Scheiße, immer wieder sauber hier. Das kostet 5400. Aber je nachdem, ob du jetzt halt mal die Mission dann fertig machst, dann holen wir so dann kann ich nämlich die Mission nämlich mitmachen. So, wo war jetzt der Kuhstein nochmal? Ja, warte mal, da fahre ich nicht mit dem Ding. Was haben wir da noch? Boah, das ist doch voll kacke. So, ich würde sagen, wir machen ein Folgenfäustchen. Nein! Du kannst da unten noch in der Pampe herumlaufen, dich verlaufen und keine Ahnung was. Ja, guck mal, da bin ich ja kann ich schneller laufen, wie du da hingehst, Alter. Guck, zack, 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 ich bin eine Maschine. Was bedeutet. Achso, da kann man Wolle abgeben. Bestimmt. Ich tue natürlich wieder Pluspunkte bei den Bürgern sammeln. Ich bin auf jeden Fall beim Stadtfest eingeladen. Hi. Und doch. Ist schon ein Witz, Alter, dass die Felder alle so teuer sind. Ich weiß ja jetzt mal, was das 6er kostet. Da kannst du übrigens mal nachgucken. Und das 6er ist ja gerade mal so groß, ne? Nein! Jetzt muss ich wieder komplett da hinlaufen. Ich bin auch so sehr auf falsche Taste gekommen. Ich tue hier meinen Job machen, ich will da gar nicht hin. Kostet 29.100. Das ist volle Schnäppsche. Die sind ja alle so teuer, Alter. Ich verstehe es nicht. Jetzt klauen wir uns einfach eins, hier gibt's genug. So, machen wir Folgenpäuschen. Ja, ich helfe jetzt auch mal schnell zu den Kühen. Dann geht's, dann können wir folgendes hier machen. Ja, ich wollte mal gucken, ob die noch leben. Guckt der Kinder danach. Ich kaufe Kühe. Dann passiert nichts. Ah, ich sehe schon. Ich sehe eine Kuh aufploppen. Ja, die haben doch da Gras. Guck mal, das ist ja voll riesig. Da. Ja, ich weiß nicht mal, wie das aussieht. Muss man die dann rinscheuchen oder werden die automatisch gemelkt oder? Ist die Kuh tot? Oder schläft die? Cool, die schlafen. Voll putzig. Ah, siehst hier, die essen schön. Wie macht man das dann mit dem Melken? Ah, hier kommt bestimmt das Futter drin. Was ist das? Stall. Futtermaschine. Ich verstehe bloß noch nicht, wie das mit dem Melken ablaufen soll. Oh, die Kuh ist besoffen. Atem gerade noch so gerettet. Ja, laufen die dann automatisch da rein, oder? Naja. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge von
Farming Simulator 2015. Und wir hoffen, wir sind natürlich wieder, dass ihr mit dabei seid. Und wir werden ja sehen, was wir in der nächsten Folge noch so zusammenkriegen. Dann werde ich mir auf jeden Fall den Frontlader holen. Dann kann ich auf jeden Fall dann auch mitmachen. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir hoffen, dass ihr wieder bald zuschaut. Also, ciao!